Ja Gott, zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo wir jetzt endlich hier in Atlantis angekommen sind, ohne dass wir das Band wieder zurückspulen. Allerdings ist eine Sache anders, wir haben die gute Sophia bei uns. Das war bei den anderen Linien, sage ich mal so, nicht der Fall. Deswegen spreche ich sie direkt mal an. Sophia, was ist... Glaubst du wirklich, wir haben Atlantis gefunden? Ich glaube schon. Ich dachte nur nicht, dass es so dunkel sein würde. Ja klar, die haben ja Kerzen angeschaltet. Sophia, was glaubst du denn? ziemlich dunkel hier. Keine dummen Gedanken, Jones. Hier muss es irgendwo eine Lampe oder eine Fackel geben. Davon gehe ich auch aus. Wir schauen uns jetzt ein bisschen näher um. Das ist natürlich die falsche Bezeichnung. Wir schauen uns nicht um. Wir berühren uns um. Hier sind Steine. Nimm deine Hände da weg, Jones. Jones? Hey, sie sind nicht Indy. Hilfe, Indy! Indy! Sophia? Okay. Und jetzt, glaube ich, sind alle Linien doch gleich. Denn die gute Sophia ist weg. Was haben wir denn hier? Fühlt sich wie ein steiler Anstieg an. Ich sehe wirklich gar nichts, ne? Das ist, kann man den benutzen, den steilen Anstieg? Mit. Ne, du sollst da hochgehen. Es wird langsam heller. Ich sehe hier so eine Silhouette. Aber tatsächlich würde ich mir jetzt so einen Knopf wünschen, der... Was ist das denn? Holzding? Fühlt sich wie eine Leiter an. Ja, dann nimm die mal. Die können wir bestimmt bei diesem steilen Anstieg verwenden. Wo war er? Ah, da. Die Leiter steht. Dann benutzt die Leiter. Ich kann jetzt langsam was erkennen. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube auch sieht. YouTube ist ja durchaus etwas dunkler. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich langsam an die Dunkelheit gewöhnen kann. Fühlt sich wie eine Schachtel aus Stein an. Können wir die aufmachen? Sie ist offen. Was ist da drin? Da ist ein Metallstab mit einer Öffnung an einer Seite. Nimm den mal bitte. Also bei Öffnungen hat bisher immer das Orichalcum geholfen. Sophia? Wo bist du? Kerner muss sie sich geschnappt haben. Wow. Und zum ersten Mal sehen wir Atlantis. In voller Pracht. Da gehe ich glatt nochmal hier runter. Hier sind wir reingekommen. Hier kam die Bahn durchgebrochen. Glaube ich, in Actionfahrt, glaube ich, was. Sieht aus, als sei ja ein Tunnel zusammengebrochen. Okay. Aber letztlich müssen wir da oben durch die Tür. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Leiter nehmen wir sicherheitshalber mal mit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die gebrauchen können. Diese Tür kriege ich von Hand nie auf. Ist das hier? Das ist eine Statue. Mit einer Achse. Naja, okay. Dann wissen wir Bescheid. Wir kennen auch, glaube ich, schon die Kombination. Die Frage ist nur... Ich lese sie nochmal zur Sicherheit. Also, um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltstein hinzugenommen, wenn nur der schwindende Mond die Stadt vor Dunkel schützte. Okay, die Stadt...
Ja, da war er doch, der schwindende Mond und Dunkelheit. Das hat nichts gebracht und hier haben wir dann wahrscheinlich das gleiche Problem wie das, was ich schon mal beschrieben habe. Der Mund der Statue hat sich geöffnet. Interessant war es jetzt, dass es im Osten war und letztens im Westen. Also ist das wahrscheinlich doch tatsächlich... Der Mund der Statue hat sich geschlossen. Ach, verdammt. Ich hätte vorher was machen müssen. So, und dann werden wir wahrscheinlich wieder Orikal zum in den Mund der Statue tun. Sehr schön. Kann ich jetzt die Steinschleuder... Jetzt kann ich sie nehmen, ne? Ja, okay. Also die Frage ist wirklich, ich hatte ja gemutmaßt, dass das vielleicht ein Bug ist, dass das nicht auf die Hörner ausgerichtet werden müsste, aber jetzt muss es an die andere Richtung ausgerichtet werden. Das wirkt ja dann in der Tat so, als steckt da mehr dahinter. Aber so ganz verstanden habe ich es rätseltechnisch tatsächlich nicht. Sei es drum. Oha. Das ist ein ganz schönes Labyrinth. Hier gibt es viele Fragezeichen. Halle, Luftschleuse. Wir gehen erstmal zu diesem Fragezeichen. Wo nichts ist. Was ist das? Ein Soldat? Den sollten wir tun, die ist aus dem Weg gehen, glaube ich. Krebse, sehr schön. Was ist das? Gitter? Kann man es aufmachen? Okay. Oha. Sophia. Da komme ich nicht ran. Hm. Soldat. Kann man auch nichts machen. Noch einer von diesen Steinrobotern. Okay. Hm. Da wissen wir noch nicht so ganz, was wir tun sollen. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Raum. Okay. Wir müssen uns merken, hier war das Gitter zum Gefängnis. Vielleicht ist das noch wichtig. Oh, hier ist auch ein Gitter. Ich merke schon, die Gitter sind hier nicht so selten. Was zum Geier? Ist das eine Schlange? Sieht wie eine Aalfigur in sieht wie die Aalfigur in Island aus. Ach so. Ja, haargenau dieselbe. Sieht genau wie die Aalfigur in Island aus. Aber es ist natürlich nicht die Aalfigur aus Island. Wahrscheinlich war die isländische Figur eine Replik hiervon. Andersrum macht ja keinen Sinn. Jetzt ist der Soldat ganz weg. Interessant. Gehen wir zum nächsten Raum. Hier ist, glaube ich, nichts. Der Soldat ist wieder da. Und wir werden jetzt hier erstmal alle Räume aufdecken. Würde ich sagen. Okay, Roboterteile. Man sollte meinen, Atlantianer wären keine Schmutzfinken. Kann man die mitnehmen? Warum? Na, weil du sie vielleicht noch brauchst. Moment, da ist was anderes. Das muss Teil einer atlantischen Maschine sein. Kannst du das mitnehmen? Okay, wir haben zumindest ein Zahnrad aufgesammelt. Dem Rest will er nichts zu tun haben. Aber auch hier gehen wir nochmal durch das Gitter und kommen jetzt in einen anderen Raum. Oha, jetzt sind wir ganz woanders. Moment, dann gehen wir zurück, sonst kommen wir durcheinander. Sonst kommen wir durcheinander. Wir bleiben hier. Und hier waren wir. Hier war noch ein Raum, den wir betreten sollten. Und da auch noch. Damit wir nicht durcheinander kommen, lassen wir dieses Hin- und Her-Gespringe. In dem Raum ist auch nichts. Ich fände es ja schöner, wenn er die Räume ein bisschen klarer bezeichnen würde. Ne? Raum mit Gitter, das zum Gefängnis geht zum Beispiel oder so. Na, ich weiß auch nicht. Das ist auch nicht realistisch. Was zum... Was
ist das denn hier? Das scheint eine Röhre. Da scheint eine Röhre ins Innere der Maschine gewesen zu sein. Das ist eine Art Käfer. Da ist eine Art Käfer eingeschnitzt. Was lese ich denn gerade? Sorry, ich bin so ein bisschen erschüttert. Aber hier ist auch ein Rad mit Speichen. Es ist ein bronzenes Rad und ich habe auch eins. Können wir das hier vielleicht. Nee. Wie, das wird nicht funktionieren. Ich möchte, dass du das da drauf tust. Dann halt so rum. Warum? Ja, warum nicht? Weil hier auch eins ist. Dann nimm aber das wenigstens ab. Geht das denn? Es löst sich nicht. Okay. Hier oben ist ein Trichter. Was können wir hier machen? Das ist ein sehr seltsames Konstrukt. In Trichter gießt man normalerweise Flüssigkeit. Ja, das leuchtet ein. Aber wir haben keine Flüssigkeit. Upala, das ist eine Leiter. Ja, die habe ich nur aus Versehen angeklickt. Wir haben tatsächlich keine Flüssigkeit bei uns. Da ist dann wirklich doch die Frage, wofür diese Maschine da ist. Maschinenraum. Okay, das ist zumindest gut beschriftet. Ich würde sagen, wir schauen uns weiter um in Atlantis. Und da ist auch schon wieder ein Gitter. Okay. Kommen wir wieder in einen anderen Kartenbereich, würde ich vermuten. Ja. Okay, dann gehe ich aber eher hier zurück. Ich möchte nämlich die Karte erstmal ganz normal bereisen, soweit es möglich ist. Kann natürlich sein, dass da auch Teile eingestürzt sind und dass man diese Kriecheinheiten da. Ich sagte schon, verbal ist es heute kompliziert, ne? Dass man durch die Gitter kriechen muss, um in diese Bereiche zu gelangen. Hier sind wir ja auch schon mal rausgekommen aus einem Gitter. Gucken wir uns die restlichen Räume auch noch an. Was zum? Beeindruckend. Was für ein archäologischer Fund. Da scheint etwas zu fehlen. Ja, so eine Art Kopf oder so. Sieht ziemlich heiß aus. Ja, sonst gibt es hier nichts zu tun, wie es scheint. Lavaraum, okay. Auch der wird beschriftet, Gott sei Dank. Ein weiteres Gitter. Wartet auf Erkundung. Okay. Das hilft uns hier jetzt auch nicht so weiter, weil hier können wir nichts anklicken. Da waren wir schon, da waren wir schon. Jetzt haben wir das Problem, dass der Soldat da im Weg ist. Ich gehe nochmal in den Raum rein und wieder raus. Das hat ja viel gebracht. Vielleicht kann ich den hier umgehen. Kommt ein bisschen drauf an, wo der langläuft. Okay. Nein, nein, geh da lang. Was machst du denn? Indy, was machst du denn? Naja, okay. Hat irgendwie geklappt, aber warum bist du denn nicht da lang gegangen? So, der letzte Raum in dem Bereich hat den Kopf einer Statue. Kann man sicherlich mitnehmen. Sieht wie ein Fischkopf aus Stein aus. Sonst gäbe es hier nichts, oder? Sieht wie eine Kreuzung aus Ochse und Fisch aus. Okay. Wir haben einen Statuenkopf. Na, immerhin. Okay, sonst haben wir hier alle Räume aufgedeckt. Gehen wir doch direkt in den nächsten Bereich. Also offensichtlich ist Atlantis tatsächlich wie ein großer Ring aufgebaut. Das gefällt mir jetzt weniger. Hier gibt es nämlich
keine Möglichkeit, den zu umgehen, befürchte ich. Oh ja, hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Dann können wir jetzt direkt erstmal nach hier gehen. Die Wächterstatuen haben sie fest verschlossen. Ja. Okay, Teich mit Wasser. Was hast du uns dazu zu sagen? Das scheint die Türen zu blockieren. Ach so, wir müssen das Wasser loswerden. Okay, was haben wir hier noch? Sie hat einen weit geöffneten Mund. Auch da könnte man wahrscheinlich Urikalzium reintun. Das mache ich aber jetzt erstmal noch nicht. Wir schauen uns erst weiter um, würde ich sagen. Um insgesamt einen besseren Eindruck von Atlantis zu bekommen. Das ist ja riesig hier. Definitiv riesig. Okay, hier gibt's nichts. Gehen wir jetzt in den letzten Kartenbereich. Ah, hier unten möchte ich auch noch hin, wenn man hinkommt. Mal im Hinterkopf behalten. Nee, in dem Raum sind wir schon gelandet durch irgendein Gitter. Hier ist nichts. Aber schaut mal, hier ist zum Beispiel ein Bereich, wo wir gar nicht hinkommen. Tja, jetzt wird uns der Soldat, glaube ich, finden. Ah, hier sind noch drei Räume, wo wir definitiv hinkommen. Und da können wir auch noch lang für diese eingestürzte Stelle im äußeren Kreis. Kann man ihn jetzt von hinten so Assassin's Creed-mäßig... Das wäre schön. Das würde mir gefallen. Gehen wir hier unten lang. Okay, dann kommst du zu dem Raum, oder? Ja. Gut umgangen. Das hat mal geklappt. Okay, hier haben wir wieder ein Gitter. Was ist das? Ist das nur Zierde? Ja, wirkt zumindest so. Verzeihung. Wo landen wir nun? Ach, guck mal. Ich hatte es geahnt, dass das mal wichtig wird. Jetzt können wir ganz bequem in diesen Raum gehen und der ist bestimmt wichtig. Bronzerad mit Speichen. Was für eine Unordnung. Okay, jetzt haben wir schon zwei Maschinenteile. Wir werden noch zum Maschinisten, offensichtlich. Naja, für irgendwas wird das noch wichtig sein, ganz sicher sogar. Aber noch fehlt mir die Fantasie. Oh, der Soldat ist weg. Wie praktisch. Da können wir die letzten zwei Räume aufdecken. Und dann haben wir fast ganz den ganzen äußeren Ring von Atlantis. Ich gehe davon aus, das ist der äußere Ring. Was zum Geier ist das? Hier muss ein Krabbennest sein. Hm. Okay. Das kann ich nicht nehmen. Ja, okay. Du solltest eigentlich auch eine Krabbe nehmen, aber die Krabben kann man nicht anklicken. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Er wird auf jeden Fall als Krabbenraum bezeichnet. Das wird also wohl noch wichtig werden. Oh. Steinbecher. Wir müssen ja irgendwie... Sieht tief aus. Moment, wir haben doch die Leiter... Was haben wir hier? Das ist sicher nicht der Becher eines Zimmermanns. Ja, ganz sicher sogar. Geh mal wieder rüber. Geh mal wieder rüber. Nimmst die Leiter aber wieder mit. Könnte wichtig werden. So, das war der Statuenraum. Sehr schön. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir tatsächlich... Nur noch ein Fragezeichen auf der Karte. Und das ist hier unten. Oh je, was ist denn hier geschehen? Gab es einen Unfall mit der Bahn? Brustkorb, Skelett, okay. Das war wirklich Endstation für ihn.
Das ist ein mehr oder weniger intakter Brustkorb. Ich ahne da was. Nun, der könnte wirklich nützlich sein. Okay. Ich ahnte, dass er den mitnehmen will. Aber ich habe noch keine wirkliche Verwendung dafür. So, jetzt haben wir alle Räume einmal gesehen. Jetzt sollten wir ein bisschen in uns gehen. Was man denn als nächstes machen sollte. Ich gehe mal den äußeren Ring lang. Hier gibt es keine Patrouillen. Dann sind wir wieder im ersten Ring und dann überlegen wir mal. Also grundsätzlich, das erste, was mir aufgefallen ist, war direkt im ersten Raum, wo jetzt der Soldat natürlich hingeht. Na, der kommt ja nicht nach hier draußen. Da warte mal kurz. Oder doch? Nein, er dreht wieder um. Das erste, was ich im Kopf habe, hier war ja das Gitter zum Gefängnis. Und im Gegensatz zu der Gefängnistür da unten kommen wir hier an die Statue. Und wenn die Statue so funktioniert wie alles, allerdings haben wir nur noch einen Orikalsum. Wollen wir das wirklich dafür ausgeben? Also ich vertraue mal drauf, dass man sich nicht verbauen kann und mach das jetzt mal. Ah! Wow. Das war effektiv. Da komme ich nicht ran. Ja, wir müssen jetzt immer noch irgendwie zu dem Gefängnis kommen, aber zumindest wird Sophia nicht mehr bewacht. Aber wir haben kein Orikalsum mehr. Und die Frage ist, können wir diesen Fisch benutzen vielleicht? Er zeigt nirgendwo hin. Hier gibt es kein Orikalsum mehr. Wie können wir Orikalsum erzeugen? Und die einzige Idee, die ich habe, ist, dass es was mit diesem Maschinenraum zu tun hat. Alles andere wäre etwas unlogisch. Aber der Maschinenraum hat ja nicht wirklich geklappt. Wobei wir jetzt noch ein... jetzt kommt der Soldat wieder. Momentchen. Wobei wir ja jetzt noch ein Zahnrad gefunden haben. Könnte eine Rolle spielen. Aber wir haben keine Flüssigkeit gefunden gehabt, die man oben rein... Oder doch? Haben wir doch eine Flüssigkeit gefunden? Mir fällt gerade was ein. Was ziemlich perfides. Aber gut, ist nicht meine Gesundheit. Lava ist eine Flüssigkeit. Es ist nur die Frage, wie transportieren wir Lava? Wir haben doch hier diesen... Steinbecher. Das klappt so nicht. Ich ahne auch, wie es klappen muss. Kann man das hier irgendwie... Das wird nicht funktionieren. Okay. Ah, Podest. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Lava da rauskommt. Vielleicht müssen wir diesen Kopf hier einsetzen. Aha. Ist voller Lava und du trägst ihn spazieren. Sehr gut. Verbrenn dich nicht in die. Das könnte was heiß sein. So, wieder zur Maschine. Aber ich bleib dabei. Dieses eine Rad. Das fehlt doch, oder? So sieht es viel besser aus. Okay, das war das falsche Rad. Jetzt verstehe ich. Okay, so, dann benutzen wir tatsächlich mal Lava da oben. Lange Treppe. Dann bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas passiert. Oha. Wow.
Die Räder drehen sich alle. Jetzt ist die Frage, ob sich das letzte Rad auch dreht. Das sieht gut aus. Nicht dein Ernst. Wir haben Orikalzum hergestellt. Die Maschine stellt Orikalzum her. Ist das diese Maschine, womit die Götter sich zu Göttern machen wollten? Naja, eigentlich nicht, ne? Sieh an. Orikalzum-Perlen. Wie viele haben wir denn jetzt? Ich habe 10 Perlen. Okay. Nennt mich verrückt. Ich stell mir noch ein paar her. Weil die Perlen könnten uns eng werden. Und da habe ich lieber 20 statt 10 Perlen. Die werden wir scheinbar hier immer wieder benötigen. Und jetzt, wo wir wissen, wie wir sie erzeugen können, können wir natürlich theoretisch wahrscheinlich auch immer wieder zurückgehen. Aber so ging's. Aber ich habe gern Vorrat, tatsächlich. So, zurück. Oder er macht das nicht. Oder er sagt, ich habe schon genug Perlen. Das wäre so LucasArts-typisch. Wäre diese Aussage natürlich schon. Wir werden sehen, es ist ja zum Glück kein weiter Weg. Ich sollte tatsächlich danach auch das Rad wieder mitnehmen. Vielleicht brauchen wir das auch wieder. Das darf ich nicht vergessen. So. Lava bitte. Auf jeden Fall ist Atlantis eine ziemlich beeindruckende Stadt. Aber es ist alles voller Moos und feucht. Also es ist ziemlich klar, dass sie unter dem Meeresoberfläche liegt. Aber alles zerstört ist hier mitnichten. Ne? Also es ist doch noch überraschend viel intakt. Einschließlich dieser Maschine. So, dann nimm dir noch ein paar Perlen. Noch mehr Orikalzum-Perlen. Ich habe jetzt 30 Perlen. Wie wurden denn aus 10 30? Hast du jetzt mehr hergestellt? Na gut, ich werd nicht meckern. Wir nehmen das Rad wieder mit. Und in der nächsten Folge überlegen wir dann, wie wir weiter vorgehen. Spontan fällt mir dieses Tor auf mit dem Wasser davor. Das schauen wir uns mal genauer an. Und zwar in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.